Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Streiks in den polnischen Stahlwerken bröckeln ab. Unter dem massiven Druck der Behörden und nach Zugeständnissen der Betriebsleitung haben die Arbeiter im Hüttenwerk Stalowa Wola ihren Ausstand beendet. In Nowa Huta dagegen, dem größten Industriebetrieb des Landes, wird weiter gestreikt. Stalowa Wola, der Rüstungsbetrieb südwestlich von Lublin. Nachdem Lautsprecherwagen der Polizei die Räumung des Werkes und fristlose Entlassung der Streikenden angedroht hatten, stimmten die Arbeiter ab. Weil sich keine Mehrheit fand, wurde der Streik abgebrochen. Zuvor hatte die Direktion Straffreiheit und eine Lohnerhöhung um rund 20.000 Zloty versprochen. Huta Lenina, das Stahlwerk vor den Toren Krakaus, wird weiter bestreikt. Über 10.000 Arbeiter sollen sich im Ausstand befinden. Sie hat das Ultimatum ihrer Hüttendirektion nicht beeindruckt. Nur zwei Abteilungen, zwei Walzwerke der Leninhütte haben sich dem Streik nicht angeschlossen. Aber Arbeiter dieser Abteilung haben gesagt, wenn die Streikenden angegriffen werden, dann gehen die Hochöfen hier aus, dann schließen auch wir uns dem Streik an. Die erste Aufnahme vom Streikkomitee im Werk. Edward Nowak, der Sprecher des Streikkomitees, erklärt uns das Foto. Das Streikkomitee habe jetzt drei prominente Solidarność-Führer aus Krakau aufgenommen. Die Direktion der Hütte sei erneut aufgefordert worden, mit dem Streikkomitee und nicht mit den offiziellen Gewerkschaften, die gar nicht am Streik beteiligt seien, zu verhandeln. Die Streikenden richten sich auf einen langen Arbeitskampf ein. Unterstützung erwarten sie aus Danzig und Katowice. Die verbotene Gewerkschaft Solidarität hat für Montag auf der Leninwerft und der Huta Katowice Streikbereitschaft angekündigt. In großer Aufmachung haben die sowjetischen Zeitungen über das Treffen zwischen KP-Chef Gorbatschow und Patriarch Pimen berichtet, dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Bei dem Gespräch im Katharinensaal des Kreml bedauerte Gorbatschow die Kirchenverfolgungen unter Stalin. Diese Fehler würden heute korrigiert. Gorbatschow fügte hinzu, sein Kurs der Umgestaltung werde auch die Beziehungen zwischen Staat und Kirche auf eine neue Grundlage stellen. Er kündigte ein neues Gesetz an, das den Belangen von Religionsgemeinschaften Rechnung tragen solle. Zwei Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ist der sowjetische Atomwissenschaftler Valery Legasov gestorben. Er war 51 Jahre alt. Legasov war Mitglied der Regierungskommission, die Unglücksursache untersucht hatte. Die Parteizeitung Pravda meldete seinen Tod ohne einen Hinweis auf die Todesursache. In dem Blatt wurde herausgehoben, dass er einen bedeutenden Beitrag zur Beseitigung der Folgen der Katastrophe geleistet hatte. Im Hafen von Dover sind zwei Fährschiffe mit Streikbrechern eingelaufen, die den seit 13 Wochen andauernden Arbeitskampf der Seeleute beenden sollen. Damit könnten die Fähren ihren Dienst wieder aufnehmen. Die britischen Seeleute der P&O-Linie streiken seit Anfang Februar, um höhere Löhne durchzusetzen und Stelleneinsparungen zu verhindern. Die Stimmung der Streikposten ist gereizt. Gestern Nacht beschädigten sie mehrere Busse, in denen sie Streikbrecher vermuteten. Es waren jedoch Jugendliche auf dem Weg in den Urlaub. Die Fähren mit französischer Besatzung fahren noch. Besonders am Wochenende gibt es aber immer wieder lange Wartezeiten. Unter Polizeischutz wurden gestern Mittag Seeleute an Bord gebracht, die die Bedingungen der Reederei akzeptieren. Die CDU-Sozialausschüsse haben die Bundesregierung aufgefordert, mehr zum Abbau der Arbeitslosigkeit zu tun. Der Bundesvorstand der Organisation mahnte zugleich die Ergebnisse einer Arbeitsmarktkommission der Regierung und der Koalitionsparteien an. Sie seien für Ende März versprochen gewesen und längst überfällig. Die Sozialausschüsse sehen auch den Vorruhestand unverändert als ein geeignetes Instrument an, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Es sei unverständlich, dass die Regelung auslaufen solle. Vier Spieltage vor Saisonende in der Fußball-Bundesliga steht Werder Bremen als neuer deutscher Meister praktisch fest. Die Bremer konnten heute durch einen Sieg über Mönchengladbach ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf 6 Punkte ausbauen. Der Tabellenführer aus Bremen in den weißen Trikots hatte eine Halbzeit lang enttäuscht und die Gladbacher kaum in Verlegenheit gebracht. Aber nun, nach dem Seitenwechsel, wurde es ein Spiel auf ein Tor. Nur fallen wollte keins. 27.000 Zuschauer, die für dieses Spiel einen Top-Schlag bezahlt hatten, sahen Gladbach in Not, aber lange Zeit eben auch im Glück. Bis zur 75. Spielminute. Einer von zahllosen Angriffen. Riedle legt vor per Hackentrick auf Kurzhopp und der erzielt das 1:0 für Werder Bremen.
Kutzops erster Saisontreffer.